4, 5, 6, 7 Stück. Und dann machen wir noch ein paar Spitzhacken. 1, 2, 3 und 4. Das passt. Die Steine legen wir mal zurück, damit wir den Slot frei haben im Inventory. Ciao. Und die Fackeln könnten wir auch mal zurücklegen. Was haben wir hier noch? Die ganzen Diamantsachen. Oh. Essen. Juhu. Fackeln. Wo kommen denn Fackeln rein? Werkzeuge sind das hier nicht wirklich. Zäune, Türen etc. Kommen wir. Hauen es mal hier mit dazu. Und dann passt das Ganze auch. Moment, eins habe ich noch, nämlich Werkzeuge, dann nehmen wir die Holzachsen mit. Für den Fall, dass uns noch ein paar Bäume im Weg stehen, ich glaube, das wird passieren. Und eine Holzachs, mal ehrlich, wenn man einen Baum fällt, ist die ja auch nichts wert. Ne? So, wir eilen uns mal gerade zurück. Wir eilen uns mal zurück, das hört sich auch komisch an. Ohne Krabbe. Hallo. Süß. So, der Delfin schnattert im Hintergrund. Und wir gehen zurück an unsere Baustelle. Sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man hier so durch den Bambus durchguckt. Also durch das Zuckerrohr natürlich. Und durch das Zuckerrohr. So. Und Denne. Ja, was gibt's noch Neues? Seit der letzten Aufnahme ist ja doch einiges passiert. Kaktus. Aua. Hatte ich nicht mal eine komplette Rüstung? Ist die etwa kaputt gegangen und ich hab's nicht gemerkt? Oh, hab neben mir nichts geschrieben, Mensch. Scheiße. Naja gut, was willst du machen, ne? Eisenrüstung ist ja auch eigentlich schnell gemacht. Das ist jetzt nicht so schlimm. So. Es wird doch schon wieder dunkel. Dann mache ich gerade mal das folgende. Bringen wir hier mal ein paar Baustellenfackeln an. Zack. Dann ist hier wenigstens ein bisschen heller. Und dann graben wir mal hier das ganze Zeug noch ab. Puh, da haben wir uns einen schönen großen Berg ausgesucht auf jeden Fall. Ich glaube, das wird alles noch ein bisschen dauern. Und ich wollte euch diese, weil es wird dann schon eine riesige Veränderung, wenn auf einmal der Berg weg ist und alles hier so eine Fläche hat, dann wird das schon groß und da wollte ich euch jetzt nicht einfach so hier irgendwie reinschmeißen, sondern das wollte ich schon mit euch machen, weil das halt schon eine durchaus große Veränderung in der Welt darstellt. Ich hätte es natürlich auch offline machen können und dann die Aufnahmen starten mit, hey, wir bauen jetzt Häuser. Aber ihr seht ja auch, wir kriegen ja verdammt viele Materialien durch das Zeug und dann, ja, wollte ich es euch nicht vorenthalten. Auch wenn es vielleicht nicht so spannend ist, aber ich versuche mir ja auch so gut wie es geht, einen abzuschwätzen. So. Ach ja. Der Stein kommt weg. Aber das brauche ich ja gleich kommentieren. Das wisst ihr auch so, dass der Stein da weg soll. Ist ja klar. Warum soll ich den denn da lassen? Das wäre voll die Diskriminierung der anderen Steine. Ach, das ist doch unser Singsang-Lied. Oh ja. Wie lange ich das schon nicht mehr gehört habe. Ich höre die Playlist ja sonst nie, wenn ich nicht gerade Minecraft aufnehme. Scheint übers Land. Eine neue Fläche entstand. Ich übersetze gerade mal. Mit der Schaufel in der Hand. Im eisernen Gewand. Also hier. Er sich. Aha. Ja. Ja, ja. Okay, 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 okay. Ja, ist lustig. Das Lied geht genau darüber, was wir hier machen. Also, das Lied geht über jemanden, der mit einer Schaufel in der Hand, aus Stein übrigens, wird auch explizit noch erwähnt, eine Stadt bauen will. Alleine, im Dunkeln.
Sein bester Freund, der Elefant, der ihm alles ins Ohr trötet. Na du Potsau, schaust auch ein bisschen traurig rein. Titanus Rexus, der ist da und bald ziehen hier auch Leute ein, wenn die Wohngegend hier erstmal ausgebaut ist. Also nicht in Schwermut verfallen, wir sind bald nicht mehr alleine und das auf Minecraft. Das wird so schön. Oh, ich freue mich. Ich kann ja schon mal aufzählen. Oh, 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 jetzt muss ich wirklich niesen. Hä? Ah, danke an alle, die jetzt Gesundheit gesagt haben. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. Nee, ich habe das bestimmt drin gelassen, damit mein Let's Play voll real bleibt. So, weißt du, voll real muss es sein. Ich darf mich nicht verstellen. Ach komm. So. Schubidubidu, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich kann ja mal kurz sagen, von wem ich schon alles die Informations habe, was er denn für ein Haus haben will. Zwar nicht, jetzt mal nur die Vornamen, nicht, dass ihr euch irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, von wegen Datensicherheit, Datenschutz und so weiter. Und zwar habe ich die Dates vom Justin, vom Sascha, von der Esther. Schönen Gruß an die drei. Vom Bettlaken, von der Jordan, von der Lisa und vom Lomdom Silver. Schönen Gruß auch an dich, Let's Play Kollege. Und von der Katja, aka Plüschengel. Ja, ja, einfach mal, ich grüße mal alle an der Stelle, sonst hätte ich euch ja nicht erwähnt. Und ja, ihr kriegt alle ein Häuschen mit eigenem Charakter, der hier dann auch rumspaziert in der Stadt. Und ich denke, das ist eine super Sache einfach. Das wird einfach super. Was ich jetzt gar nicht weiß ist, gut, wir müssen die Stadt dann halt dementsprechend beleuchten. Müssen wir so eine richtig safe Stadt machen, das darf doch nicht so schwer sein, oder? Moment, ich muss mal ganz kurz die Nase schneuzen. Moment. So, da bin ich wieder. Was ich mal gerne wüsste ist, ob diese NPCs, wenn sie denn verletzbar sind, auch von Monstern angegriffen werden. Das würde ich mal ganz gerne wissen. Das weiß ich nämlich noch gar nicht, aber wäre natürlich scheiße, weil wenn jetzt auf einmal hier irgendwie, keine Ahnung, wenn jemand von euch dann hier in der Stadt rumläuft und ein Creeper läuft daneben und dann explodiert hier alles, wäre es natürlich schon ärgerlich. Muss man sagen. So. Guck mal hier, es läuft doch. Guck mal hier, wie viel haben wir noch? Oh, es wird schon noch ein Stück. Ja, wir müssen ja nicht ganz abtragen, wie gesagt. Boah, es ist eine Riesenfläche. Es ist wirklich eine Riesenfläche, die wir hier abtransportieren. Wann sind wir noch voll? Ah, oh, dauert noch, sehr gut. Ach hier, warte mal. Das muss ja auch nicht sein, oder? Die stellen wir gerade mal hier hin. Und dann haben wir wieder einen Slot frei für Erde oder Stein. Oder Sand, der jetzt noch hinzukommt. Gleich zumindest. Alter Schwede, das wird ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen länger als gedacht, glaube ich. Ja, dann reden wir doch gerade mal über andere Neuigkeiten. Und zwar der Let's Play-Kollege Lukenmilorit, den vielleicht einige von euch kennen. Vielleicht oder wahrscheinlich von seinem Super Mario 74. Spiel, dass er ja, also ein Super Mario 64 Hack, ähnlich wie der, den ich mache, nur halt, ja, ein bisschen anders. Weil, ja, weil er halt anders ist, andere Ideen und so weiter. Ja, der hat leider angekündigt, dass er keine Let's Plays mehr machen wird. Und, ja, finde ich schon ein bisschen schade. Denn, auch wenn ich jetzt zugeben nicht sein Stammzuschauer Nummer 1 war, habe ich doch ganz gerne mal reingeguckt. War ein ganz lustiger Typ und er ist natürlich auch jetzt noch auf YouTube unterwegs, hat er gesagt. Aber kann halt keine Videos mehr hochladen, einfach aus Zeitgründen. Das finde ich schade. Aber gut, da muss man halt Prioritäten setzen, ne? Wenn das aus unitechnischen Zeitgründen eben nicht hinkriegt, dann ist das nun mal so. Und zur Information, wenn ihr euch fragt, wer ist das? Der hat mir persönlich sehr geholfen, meinen Mario 64 Hack zu machen. Nicht nur, dass er ein geniales Tutorial auf diesem Gebiet in YouTube hochgeladen hat. Also wenn ihr selbst auch mal sowas machen wollt, so eigene Level bei Super Mario 64 erstellen,
und sowas, dann unbedingt mal also in YouTube suchen, ne? Super Mario 64 Hacking Tutorial. Und dann müsste er eigentlich, achso ja, German natürlich noch dahinter. Und dann müsste er natürlich dann eigentlich schon kommen. Aua. Hui. Naja, kleiner Bungee Jumping hier. Ja, der macht jetzt jedenfalls keine Let's Plays mehr erstmals. Was ich ein bisschen schade finde. Aber naja, was willst du machen, ne? Wie gesagt, Prioritäten sind wichtig. Und so kann's laufen. Jo. Zack. Und dann geht's hier mal weiter. Das ganze Holz und den ganzen Kabbes hier nehmen wir mit. So. Alter Schwede, das ist schon ein Riesenprojekt, was ich mir hier schon wieder vorgenommen habe. Aber das ist halt Minecraft, ne? Und außerdem eine Stadt zu bauen, ist ja auch irgendwo sehr, sehr cool. Wir müssen natürlich für die Häuser noch ein paar Materialien zusammensuchen. Ich denke mal, Wolle wird viel benötigt, Sand wird viel benötigt für Glas. Aber Sand kriegen wir ja, wenn wir da drüben ein bisschen abgetragen haben oder so. Und hinter uns ist eine Wüste, Alter, was will ich denn? Was will ich denn mehr? Sand haben wir ohne Ende. So, Moment. Ach Gott, ich muss mir alles die Nase schnäuzen. Läuft gerade ein bisschen, tut mir leid. So. Also, dann läuft das hier ja alles. So langsam, aber sicher. Wird's ja, ne? So. Und ihr könnt mir dann natürlich auch, wenn ich anfange, eure Häuser zu bauen und zu modellieren, könnt ihr mir natürlich auch Feedback in den Kommentaren geben. Das wäre eigentlich ganz, ganz geil. Dass ihr mir dann einfach mal schreibt, hey, das Haus sieht richtig, richtig fett aus, genau so sollst du es lassen, Fritte. Oder eben, dass ihr schreibt, Alter, dein Ernst, mach mal das und das anders. Und dann können wir uns da eben dementsprechend absprechen. Wird natürlich ein bisschen dauern, weil ich ja nicht heute aufnehme und morgen release, sondern im Gegenteil, es dauert ja immer ein bisschen. Ups, jetzt ist mir der Elefant in die Schaufel gerannt. Naja. Und dann kann man das eben so machen, dass ihr dann auch alles nach euren Wünschen habt, ne? Das ist ja auch wichtig. Für mich zumindest. Wahrscheinlich für euch auch, denn, ja. Ist ja eine schöne Angelegenheit, wenn man hier mit dabei sein kann. Ach ja, und dann müssten wir auch eigentlich demnächst irgendwann 100 Folgen haben. Da werden wir natürlich auch ein kleines Special machen, ist ja ganz klar. Ist schon mal ganz cool, dass wir hier 100 Folgen zusammenbekommen. Und dass das Let's Play auch noch einige von euch gucken. Das finde ich auch sehr bemerkenswert, sag ich mal, weil Minecraft ja ein Spiel ist, das schon ein bisschen... Oh, das Lied finde ich so süß. Naja, weil ja Minecraft auch ein Spiel ist, das schon sau oft Let's Played wurde, das schon sau oft, ja, es ist einfach eigentlich schon ausgelutscht, aber ich finde halt, Minecraft kann endlos Spaß machen, solange man Ideen hat. Und ja, wir haben ja noch einiges vor auf dieser kleinen schönen Welt hier, die ja noch aus, ewigen, endlos zurückliegenden Zeiten ist, hier, was war das, 1.4 haben wir ja angefangen. Ach du Kacke, ey. Zwei Folgen damals aufgenommen, um mal zu gucken, ob es denn ankommt. Und dann kam es eigentlich ganz gut an. Und dann habe ich halt weitergemacht. Und es gab viele technische Probleme in den ersten Folgen. Unglaublich viele. Also auch die Tonqualität. Also wirklich Respekt und großen, großen Dank an alle,
die da wirklich zugeschaut haben, denn von der Qualität her war das natürlich unterirdisch.